bist du zu deiner jetzigen Tätigkeit gekommen? Was machst du gerade? Durch Zufall? Nein, ich bin freiberuflich, ich mache ganz viele verschiedene Sachen gleichzeitig, die sich alle so ein bisschen, die sich ganz gut ergänzen. Ich glaube, das brauchst du auch, wenn du als Freiberufler auch kein Geld verdienen willst, dass du irgendwie mit deinen Sachen irgendwie so viel Synergieeffekte schaffst, dass du nicht bei jeder Tätigkeit wieder von null anfangen musst. So, und angefangen habe ich mit, ich habe Schülerzeitung gemacht, ich habe eine Schülerzeitung gegründet, da war ich 16, seitdem bin ich Journalist irgendwie und habe das dann mehr und mehr professionalisiert, irgendwie mal einen Artikel für eine Tageszeitung geschrieben bei mir in der Heimatstadt. Die haben dann dafür Geld bezahlt und dachte ich, ach, das ist ja nett, dass ich für das, was ich bisher kostenlos aus Spaß gemacht habe, dass ich dafür auch Geld kriegen kann, so besser geht's ja gar nicht. Und habe dann ein Volontariat gemacht und habe dann so verschiedene Projekte gemacht, so Medienprojekte gemacht, teilweise als Journalist, teilweise aber schon in der Organisationsschiene, so Partner akquiriert und so weiter. Und darüber bin ich immer an mehr Journalismusjobs gekommen, weil die Partner dann auch wieder wollten, dass ich für die mal was schreibe und so. Teilweise auch in die PR-Richtung schon, das hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und habe Kulturanthropologie weiter studiert, 20 Semester lang, weil ich vor allem das Semesterticket haben wollte. Und habe dann auch wieder vor allem Projekte gemacht mit der Fachschaft und mit der Uni irgendwie und so Medienprojekte gerissen. Habe dann irgendwann meine Magisterarbeit fertig geschrieben, weil mein Magister ja ausgelaufen ist, weil es jetzt ein Master geworden ist. War ich so ein bisschen unter Zeitdruck. Und dann war das Studium vorbei. So, und dann ging ja sozusagen das Berufsleben los. Dann war ich ja erwachsen. Habe dann ein Jahr lang als freier Journalist gearbeitet. Und fand das okay, aber fand das auch so ein bisschen... es war noch nicht genau das, was ich mir vorgestellt hatte. So, du musst halt, wenn du nur als freier Journalist arbeitest, musst du halt jeden Tag dir die Themen selber aus den Fingern saugen, wenn sie nicht gerade vom Auftraggeber kommen. Und wenn du coole Themen gefunden hast, ist es damit ja nicht getan. Du musst auch noch Leute finden, die dich dafür bezahlen, die diesen Artikel veröffentlichen wollen. Und das ist ja auch limitiert. Du kannst die Stadt halt für Tipp und City, sind zwei Stadtmagazine in Berlin. Das eine kommt einmal die Woche raus, das andere alle 14 Tage. Dann kann ich halt nicht jedem Stadt 5 Artikel, 20 Artikel verkaufen, weil so oft werden die halt nicht gedruckt. Und dann das Homeoffice und alleine, eigentlich so einen Artikel alleine zu recherchieren und ja letztlich alleine zu schreiben. Schreiben machst du halt, das ist halt immer ein Job für Einzelkämpfer. War mir irgendwie nicht genug. Es war schon cool, aber ich dachte so, irgendwas anderes wäre noch als Ergänzung ganz interessant. Dann habe ich wieder daran erinnert, dass ich halt ganz gerne Seminare geleitet habe früher schon und irgendwie diese Projektmanagement-Geschichten total spannend fand mit Fachschaft und allem Möglichen. Und dann ist mir Design Thinking über den Weg gelaufen. Design Thinking, das ist so eine Innovationsberatungsmethode, die kann man studieren, nicht im akademischen Sinne, sondern mehr als Aus- und Weiterbildung mit einem Zertifikat. 2 Semester lang am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam habe ich einen Artikel darüber geschrieben. Okay. So, und habe dann gedacht, ach, das klingt ja auch ganz spannend. Jetzt, wo ich mein eigentliches Studium fertig habe, habe ich auch die Zeit, nochmal 2 Tage pro Woche einfach da zu investieren. Warum nicht? Und habe das nochmal gemacht und seitdem mache ich irgendwie alles. Also ich habe freien Journalismus beibehalten, weil es ja tatsächlich Spaß macht, weil ich auch gerne schreibe, halt nur nicht ausschließlich. Und mache das jetzt so ein Drittel meiner Zeit. Und 2 Drittel meiner Zeit mache ich so Design Thinking Projekte, das ist so Workshop-Leitung, Workshop-Konzeption, viel Coaching, viel mit anderen Leuten zusammen. Design Thinking ist voll der Teamsport. Mhm. Ist immer viel mit anderen Leuten zusammen, man reist auch quer durch Deutschland und das ist so eine schöne Ergänzung zum Journalismus. Und das Dritte, was ich mache, habe ich noch ganz vergessen, ich mache noch Science Labs. Das sind so wissenschaftliche Vorträge. Ja, genau. Ja, immer was geschickt. Ja, genau. Ja. Wie ein Poetry Slam auf einer Bühne nur mit Wissenschaftlern. Und da mache ich Kommunikationscoachings und organisiere auch Veranstaltungen. Und die Coachings mache ich teilweise mit Design Thinking. Und die Wissenschaftler, die da bei mir auf der Bühne sind, sind ja nachher im Idealfall auch die, die für meine Artikel irgendwie komplexe Zusammenhänge einzeln erklären können. Und das ist so irgendwie, so langsam wird es so, fühlt es sich so rund an. Geil. Ja, das mache ich gerade alles. Können wir irgendwie Jobs tauschen oder so?